Ich frage mich, was uns heute der große Preis von Spanien bieten wird. Vielleicht erleben wir wieder ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen wie im unvergessenen Jahr 91 zwischen Mansell und Senna, die sich damals auf der Start- und Zielgeraden ein Millimeter-Duell lieferten. Vielleicht sehen wir aber auch ein eher strategisches Rennen mit deutlich erschwerten Überholbedingungen. Gemeinsam mit weiteren 140.000 Besuchern warten wir auf den Start des Rennens, das mit einem 730 Meter Sprint zur ersten Kurve beginnt und wo die Runde insgesamt 4,6 Kilometer lang ist. 16 Kurven machen das Überholen zwar nicht einfach, doch es gibt auch genug schnelle Passagen. Viel Action erwarten wir in den Kurven 3 und 9. Wie gewöhnlich darf ich heute Stefan Römer an meiner Seite begrüßen. Jetzt würde ich gerne mit dir über Lewis Hamilton reden. Der Sieg beim letzten Rennen war wirklich großartig. Ob Sie das an diesem Wochenende wiederholen können? Es ist selbstverständlich immer schön, wenn man das Grand Prix-Wochenende mit einer guten Platzierung beginnt. Aber die eigenen Erwartungen basieren meist auf den Trainings- und Qualifying-Fahrten. Hoffen wir also, dass Sie sich den Schwung aus diesen beiden Sessions bewahren, wenn Sie sich dem heutigen Rennen stellen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Und Valtteri Bottas steht daneben. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Verstappen, Gasly, Charles Leclerc und Hamilton, Ricciardo, Hülkenberg, Perez und Romain Grosjean, Magnussen, Norris, Lukas Weber und Albon, Raikkonen, Russell, Antonio Giovinazzi und Robert Kubica, Butler und ein McLaren vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Und damit recht herzlich willkommen zurück zur F1 2019 Karriere hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, erneut schon fast gewohntes Bild. Wir stehen ganz hinten im Grid. Wer die letzte Folge verpasst haben sollte oder zu früh abgeschaltet haben sollte, ja, wir haben eine Strafversetzung bekommen, denn ich habe mal alle Motorkomponenten und Getriebe und alles ausgetauscht. Das, was ich ja eigentlich in Aserbaidschan hätte machen sollen, aber dort war ich ein bisschen zu schnell. Ja, habe ich mich ein bisschen zu schnell durchs Menü gedrückt. Diesmal habe ich es nicht getan. Und ja, deswegen haben wir natürlich jetzt eine sehr schwierige Position von hier hinten, irgendwie nach vorne zu kommen. Man muss aber auch, wenn man das mal außer Acht lässt, dazu sagen, dass das Qualifying auch nicht so nach meinen Vorstellungen lief. Ich war sehr, sehr unzufrieden und ich glaube, es zeigt einfach schon so seit China, dass ich irgendwie nicht so wirklich auf den Punkt mehr die Leistung abrufen kann. Also ich bin da gerade so ja, in einem Performance-Loch, wenn man so möchte. Ich meine, das China-Rennergebnis täuscht da so ein bisschen drüber hinweg. Das war, denke ich, verdient und war auch cool. Aber ja, Baku lief im Rennen schon nicht so gut, das Quali sowieso nicht, jetzt hier das Qualifying auch nicht. Und deswegen habe ich aber gesagt, so am Ende der letzten Folge, ich könnte ja jetzt in Selbstmitleid versinken, aber nein, scheiß drauf, ich will jetzt angreifen. Mir ist alles egal, ich mache jetzt vollen Angriff nach vorne und mein Ziel ist nicht nur einfach irgendwie mal gucken, was geht. Nö, ich sage, ich will in die Punkte fahren. Ich will heute in die Punkte fahren. Das ist wahrscheinlich total unmöglich zu schaffen, aber ist mir egal. Das ist mein Ziel heute, ich will mindestens Zehnter werden. Und ja, das muss jetzt halt einfach irgendwie gelingen. Strategie für heute ist ein Einstopp, so wie in Baku schon. Sprit, ja, passt. Lassen wir einfach so. Ich würde sagen, wir gehen in die Einführungsrunde. Und dann gucken wir mal, was geht. Ja, KI-Schwierigkeitsstufe habe ich jetzt, wie eigentlich schon angekündigt, im letzten Grand Prix gelassen. Wir bleiben jetzt erstmal auf Stufe 103. Ich denke, das ist ganz okay so. Wir gehen da ganz gute Speed, die ich aktuell ja nicht gehe anscheinend. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. Ja, ich habe es ja schon angekündigt eben beim Baku-Rennen, dass ich wahrscheinlich jetzt erstmal die Schwierigkeit erstmal so lasse. Das Ziel ist natürlich Stufe 105, aber ich glaube, da fehlt mir einfach noch ein bisschen Erfahrung. Hier in F1 2019. Es hat sich ja doch in Nuancen ein bisschen schon verändert vom Gameplay her. Ja, aufpassen. Ich jetzt vorher schon das Auto kaputt fahren. Aber ja, wie gesagt, ich will heute auf jeden Fall angreifen. Ich will alles geben hier in Spanien. Und ich muss jetzt einmal wieder Punkte holen. Das Qualifying war
Leider, ja, man hat so ein bisschen mal was aufblitzen sehen in Q3 noch, in Q1 noch und dann aber in Q2 dann wieder direkt versagt. Mal gucken, was geht. Ja, Butler auch vor uns hat auch eine Strafversetzung. Also der wird auch neue Komponenten eingebaut haben. Also auch der will natürlich nach vorne fahren. Schauen wir mal, ob wir uns da so ein bisschen an sein Force India bzw. Racing Point dranheften können. Wäre auf jeden Fall wünschenswert, aber mal gucken, wie es läuft, das ganze Rennen. Ich bin sehr gespannt, aber ich bin jetzt voll motiviert. Ich bin heiß drauf, im wahrsten Sinne. Ja, hier im Zimmer ist mega heiß, hier in Spanien ist mega heiß. Ich bin heiß aufs Rennen und ich hoffe, du bist auch heiß aufs Rennen. Und deswegen wünsche ich dir viel Spaß und gute Unterhaltung beim großen Preis von Spanien hier auf dem Circuit de Barcelona Catalunya in meiner F1 2019 Karriere. Es geht gleich los. Nur noch wenige Sekunden bis zum Start. Wie gewohnt verliere ich da ein bisschen den Anschluss. Ja, hier zu attackieren ist schwierig. Die sind alle schon im Parallelflug hier. Ne, da kann ich nicht reinstechen. Aber das geht doch. Eiskalt. So, jetzt schön dranbleiben. Also, dass wir schneller als die Alphas sind, das sollte eigentlich drin sein. Das hat das Qualifying gezeigt. Das Weitere wird natürlich dann ein bisschen schwieriger. Jetzt mal gucken. Ja, wichtig wird natürlich sein, in dem Rennen wieder das komplette Management. Also Airs-Management, Reifenmanagement vor allem wird sehr wichtig sein bei dem Rennen. Sprit-Management auch ein bisschen. Da habe ich jetzt auch wieder nicht so viel mitgenommen, weil der McLaren verbraucht halt einfach nicht so viel Sprit. Aber auch schon gesagt, Baku, wo keine Leistung ist, kann ja auch kein Verbrauch sein. So, Butler jetzt natürlich hinter uns. Der ist auch auf Soft gestartet. Der wird natürlich sowieso jetzt in der Anfangsphase ein bisschen schneller sein. Aber ich denke mal, der wird relativ früh in die Box gehen müssen. Das heißt, wenn wir den jetzt hinter uns halten könnten, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Uah, der hohe Curb, aufpassen. Ich muss erstmal ein bisschen reinkommen hier. Aktuell verteilt sich das Feld ein bisschen. Schauen wir mal, da müssen wir jetzt dann bald den Angriff an Giovinazzi starten am besten. Ja, keine Chance, ey. Der Racing Point, der hat halt 15 km mehr Topspeed oder so als wir. Das Problem ist jetzt halt, das kostet jetzt halt einfach nur Zeit und ich darf jetzt nicht den Anschluss an Giovinazzi verlieren.
So, aktuell Platz 17. Das ist jetzt noch nicht so mega spektakulär gut. Bleiben jetzt erstmal dran an Giovinazzi. Das ist schon mal sehr gut. Problem ist ein bisschen Butler da hinten dran. Ich hoffe, der macht jetzt kein irgendwie dummes Überholmanöver. Das hat geklappt. Sehr gut. Reduce the ERS deployment, please. We need to charge the battery. So, der nächste geholt. Müssen wir mal gucken, dass wir an Elben vielleicht irgendwie rankommen. Aber der ist natürlich noch zu weit weg. Das Problem ist, dass Giovinazzi halt natürlich jetzt DRS hat. Ja, ich glaube, zum Angriff wird es nicht reichen. Der muss sich jetzt erstmal gegen Butler erwehren. Ich versuche ja sehr smooth durch gewisse Kurven zu fahren. Um einfach die Reifen ein bisschen auch nicht zu hart ranzunehmen. So viel dazu. In den Kurven sollte ich doch vielleicht ein bisschen schneller sein als so ein Toro Rosso. Das reicht trotzdem noch nicht, um wirklich ranzukommen ins DRS-Fenster. So, Bottas war in der Box.
vorne wird gekämpft. Das ist schon mal gut. Hat kurz Zeit für die und ich komme ran. Catching the car ahead by around 5/10 a lap. Ja, da kommen jetzt halt die zwei Stopper aus der Box gerade raus. Was hätte ich echt Angst, dass Verstappen da innen reinzieht. Das wäre ja richtig schief gegangen. Jetzt muss ich aber an Albon irgendwie ins DRS-Fenster kommen. Engine mode much longer. We're about a lap over target. Drop down to mix too soon. Ja, ich lasse jetzt Verstappen vor mir, weil es bringt jetzt nichts, gegen den zu kämpfen. Hoffentlich kann ich mich ja ein bisschen ziehen lassen. Aber nicht mal da komme ich ins DRS-Fenster. Also irgendwie klappt da gerade gar nichts. Hamilton, das ist mir jetzt gerade egal, dass du da bist. Ich muss jetzt da echt mal nach vorne. Ich habe hier eigentlich eine Mission und die könnte nämlich nicht funktionieren. Ja, Hamilton, ja, ich kann es verstehen.
Nice move. Good job. Okay, some information on Bottas. They have an issue with their car. They're going to be slow. Gut, den Hammer. Erstmal. Wir sind da vorne auch am Kämpfen. Das heißt, es wäre jetzt geil, wenn wir da wieder ganz, ganz fix die Lücke irgendwie zufahren können. Um uns wieder DRS zu schnorren. Das ist so das einzige Überleben, was wir halt aktuell haben hier im McLaren. DRS schnorren, schnorren, schnorren. Ja, Gasly ist mir gerade irgendwie egal, muss ich sagen. Ich habe gerade ein Momentum, wo ich das Gefühl habe, ich kann an Raikön rankommen. Weil ich glaube, das bisschen das Reifenschonen fahren hat sich, glaube ich, aktuell gerade echt ein bisschen gelohnt. Und noch bin ich leider zu weit weg fürs DRS. Dann natürlich Gasly, der Angriffe versucht, das ist natürlich alles andere als cool. Weil das kostet jetzt halt auch Zeit. Das bringt so nichts. Ich muss jetzt versuchen, hinter Gasly ein bisschen nicht ziehen zu lassen. Richtige Kolonne am Start.
okay? Remember to pit this lap. So, boah, vielleicht kriegen wir Raikön in der Box. Aber der neue Vertrag hat, glaube ich, unsere Crew ein bisschen langsamer gemacht. Das schauen wir mal. Ja, fahr doch! Oh Mann, ich hasse sowas. Ja, jetzt haben wir ihn natürlich nicht gekriegt. Ich habe doch rechtzeitig losgelassen. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Na egal, wir sind auf jeden Fall mal dran geblieben. Jetzt mit den harten, ey. Jetzt wird gepusht. Is coming in for a stop. They're speeding up again, so I expect they fixed whatever the problem was. So, wir sind dran an unserem Teamkollegen. Diese eine Runde früher rein hat es natürlich schon gebracht, ein bisschen aufzuholen. Mich verarschen. Ich habe jetzt kein... Ja, ich bin auch echt schlecht durch die Schikane gekommen, aber ja, guck mal, wie knapp ich kein Ding bekommen habe. Aber Raikön hat es auch nicht bekommen. Komm, ich muss da jetzt dranbleiben. Ich weiß, dass ich schneller bin als Norris. Ich glaube dran, dass ich schneller bin als Norris.
is dropping back. We're seeing a gap form. Aufpassen, sonst überhitzen die Reifen da hinten. Letzten Sektor haut er mir echt ab ein bisschen, da ist er ein bisschen schneller und dadurch bin ich zu weit weg, um zu attackieren, ey. Das ist echt ein bisschen doof gerade. So, jetzt aber. We pretty much burned off our excess fuel. We'll be back on target soon. Don't wait too long to turn the engine down. Tja, Magnus ein Pech gehabt. Mit kalten Reifen ist er nicht so geil verteidigen, wa? Das war gefährlich, ey. Ja, der wird auf jeden Fall schneller sein, Magnussen, durch seine Medium-Reifen. Aber ist mir jetzt egal. Ist er vorbei, ist aber auch okay. Ja, jetzt wird es noch ein Kampf zwischen den Teamkollegen, ey, weil Norris jetzt natürlich hinten dran bleibt erstmal. Weiß nicht, ob ich mich von dem so absetzen kann, so einfach.
Huiuiui, was für ein Rennen, ey. Und das Krasse ist halt, dadurch, dass es so heiß ist zurzeit in Deutschland und auch natürlich logischerweise in meinem Zimmer mit Rechner, Lenkrad und allem, ist das hier auch richtiges authentisches Feeling. Jetzt sind wir natürlich zu langsam gewesen, um da dran zu bleiben und DRS zu schnochen. This is great work so far. 6 places up on our target, 6 places above our target. Die Frage ist, ob wir aber die Position halten können. Ich glaube es mal weniger. Na komm. Okay, gap ahead is 1.5 seconds. So, 11 Runden noch, ey. Das wird noch ein anstrengendes Rennen. Ich komme hier zu weit raus, ey, das gibt's nicht. Aktuell halte ich das ganze Pack hier auf. Durch DRS bleibt Norris halt dran. Ich kann den halt echt gerade nicht abschütteln. Gerade die Reifen hinten durchgedreht, richtig ekelhaft. Ja, das wird ein ekliger Fight bis zum Schluss, glaube ich, gegen Lando. Ich glaube, wenn da jetzt kein Fehler passiert oder Lando jetzt von hinten unter Druck gesetzt wird, wird er immer am DRS-Fenster bleiben. Solange der da drin bleibt, werde ich Probleme bekommen.
Ja, ich versuche mich gerade hardcore zu konzentrieren, deswegen kommentiere ich jetzt gerade nicht so viel. Weil das ist nicht so geil, bei dieser Hitze auch noch so einen Druck vom eigenen Teamkollegen da hinten so zu spüren. The gap to the car ahead is 4.8 seconds. Wir sind fast raus aus dem Fenster, aber er ist leider noch drin. So krass immer da innen drüber rein, da versetzt das Auto so krass. Man ist nicht schneller, auch wenn es danach ausschaut, dass es der kürzere Weg ist, aber man sollte schon versuchen, auf den asphaltierten Wegen zu bleiben. Ich bin so in einem Tunnelblick, das ist der Wahnsinn. Wie ich so fokussiert, so dabei war ich schon lange nicht mehr. Aber es ist geil. Es ist einfach nur geil. Es ist Spannung. Ich hoffe, ihr könnt die auch so ein bisschen miterleben. Das muss ich dann nicht kommentieren, das erlebt man einfach nur. Wir sind wieder so knapp noch drin. Komm, das muss jetzt außerhalb sein. Jawohl, er ist draußen. Oder nee, er hat trotzdem Flügel. Na, okay, der Messpunkt ist früher. Das heißt nix. Gut, Querstell gehabt. Oh Mann, jetzt war er endlich draußen, jetzt verbremse ich mich da. Konzentriert bleiben, weiter im Tunnel bleiben.
This pace is strong, but be aware your tires need to go the distance. Gap ahead is 5.9 seconds. There's 3 laps of fuel remaining. Okay, Leute, aktuell glaube ich, wir sind so halber raus aus der Gefahrenzone, zumindest mal was von Norris betrifft. Aber jetzt ist halt natürlich Weber vorbei, weil Norris hatte jetzt nämlich kein DRS mehr von uns bekommen. Und dadurch war er jetzt natürlich ein leichtes Frühstück auf der Geraden. Genau deswegen hat ihn jetzt Weber easy geschlupft. Jetzt hoffe ich nur, dass Weber nicht so einfach in unser Fenster kommt. Ja, man merkt auch schon ein bisschen, dass die Reifen nachgelassen haben. Ich kann hier nicht mehr so krass hart pushen, leider. Jetzt hoffe ich nur, dass Weber, ja, ich sage immer Weber, er heißt Weber, ist ein Deutscher, dass Weber hinter mir bleibt. Ja, weit genug weg bleibt, so rum. Ich glaube, gegen den jetzt DRS-Duell zu fahren, ist nicht so geil. You've lost some time to the car behind. Ich merk's. Aber auch keine gute Runde. 2 Runden noch, komm. Ja, Norris hat sich zurückgekämpft. Sehr gut. Gibt mir natürlich ein bisschen Zeit, wenn die miteinander kämpfen. Only 1 lap of fuel remaining. Ja, mehr brauche ich auch nicht. Diese eine Runde. This is your final lap of the race. Alter, komm, nochmal alles jetzt. Leclerc gewinnt erneut hier. Viel zu früh gebremst. Oh Gott. Mach jetzt keinen Scheiß, Ray.
Reifen sind echt ein bisschen dulli jetzt. Ich habe am Anfang halt ziemlich hart gepusht mit denen. Yes! Yes, 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 yes! Geil! Ey, ich habe mich noch nie so über den siebten Platz gefreut, ey. Ja! Bam! Geil! Ferrari hat wirklich Großes geleistet und verdient gewonnen. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Ich denke, das kluge Reifenmanagement auf der Strecke und die ausgeglichene Fahrweise haben definitiv zum Sieg heute beigetragen. Diese Kombination hat bewirkt, dass jederzeit die Höchstleistung aus den Reifen geholt wurde. Hier kommen unsere Sieger, ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen. Ja, die machen eine Champagner-Dusche, ich gönne mir auf jeden Fall gleich eine richtige Dusche. Ich habe bestimmt ein Kilo verloren und das ist ohne Witz, ich habe so geschwitzt, es ist so heiß. Also wie wenn ich jetzt echt unter der prallen Sonne oder der brütenden Sonne von Spanien gefahren wäre. Also war authentisch auf jeden Fall. Aber so geil, ey. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste. Der Abstand an der Spitze hat sich nach diesem schwierigen Rennen für unseren WM-Führenden heute deutlich verringert. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Heute geht dieser Titel für mich an den McLaren-Piloten. Heute hat sich eine verdient Menge geht getan, es an den McLaren-Piloten. Der Einzige, der sein Potenzial voll ausschöpfen konnte. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Keine Veränderung an der Spitze, aber mit den Punkten von heute wird die Führung deutlich wackeliger. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Boah, Leute. Ja, ich habe echt nicht viel gesagt, aber ich glaube, es hat sich... Es war verdient. Ja, es war verdient, ey. Was für ein Kampf. Puh, ja, gucken wir uns die Highlights an. Ich hoffe, hier sind die Kameras ein bisschen besser. Oh Mann, oh Mann. Was für ein Kampf, ey. Vom letzten Platz, ey. Ey, es bringt halt was. Es bringt halt wirklich was, wenn man sagt, hey, no, nicht nur 14., 13., 12., was auch immer, nicht nur vom Teamkollegen, nein. Ich meine, der war ja auch weit vorne, aber trotzdem nein, zu sagen, 10. ist das Minimum. Ohne das geht's nicht, ja. Und das einfach immer vor Augen halten, immer genau zu wissen, ja, es lief ja gut am Anfang des Rennen, aber... Ne, es war halt einfach trotzdem, die Highlights, die sind so bescheuert. Es war aber trotzdem so, ja, jetzt aber nochmal mehr. Ich wusste genau, ich muss mehr pushen, 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 bis zum Ende. Alles aus dem Teil rausholen. Anders geht's nicht. Genau so habe ich es gemacht. Und so hat's funktioniert. Und was für ein Rennen, oder? Spannend von Anfang bis Ende. Geil. Also bis jetzt glaube ich, das. Also, wir haben zwar in China gewonnen, okay, cool. Aber ich glaube trotzdem, das war bis jetzt das geilste Rennen in diesem Let's Play. In diesem jungen Let's Play natürlich noch. Aber es war trotzdem, glaube ich, das geilste Rennen bis jetzt. Und deswegen freue ich mich, glaube ich, zu Recht über diesen siebten Platz. Mehr wie über den Sieg wahrscheinlich in China. Dort hatten wir einfach viel, viel Glück. Aber hier, geil einfach nur. Einfach nur geil. Ja, ich würde sagen, wir gehen zurück und schauen mal, was die Presse und so weiter noch zu sagen hat. Ja, gegen Butler sehen wir noch ein bisschen schlecht aus, weil wir meistens nur genauso viel holen und er holt oft öfters mal auch mehr. Aber das wird sich noch ändern. Irgendwann wird der McLaren besser sein als der Racing Point und dann machen wir ihn fertig. Ja, so sieht es nämlich aus. So, da kriegen wir jetzt aber, glaube ich, erstmal dicke an Ressourcenpunkten. Alter, richtig gut, ey. Richtig schön nochmal oben drauf. Guck mal, wir sind beim McLaren Roof ganz oben angekommen. Ja, das ist klar. Das war auch echt ein geiles Rennen, ey. Mann, Mann, Mann. Ein tolles Ergebnis. Du hast dich gut geschlagen. Ich denke, über so eine Leistung kann sich keiner beschweren. Puh, was haben wir denn da? Du hast dein Rennziel erfüllt. Einladungsevent. Also da hat wieder... Okay. Ja, wenn ihr das lesen wollt, ich mach das mal. Aber mir ist es eigentlich egal. So irgendwie...
Hätten sie lieber mal ein paar geile Cutscenes noch weiterhin gemacht, nicht nur am Anfang der Karriere, sondern wirklich so durch die komplette Karriere durch, das wäre auf jeden Fall viel, viel cooler gewesen. Ja, ansonsten Entwicklung. Wir können, glaube ich, weitermachen. Hier können wir jetzt leider nichts machen, weil das noch in Entwicklung ist. Deswegen überlege ich gerade, das können wir nicht machen. Das kostet 1600. Ist aber auch ein Schritt, was wir auf jeden Fall machen sollten. Weil da die Teile dadurch billiger werden. Ich meine, gut, das könnten wir machen, aber wir könnten ja auch mal anfangen, am Chassis ein bisschen zu arbeiten. Da würde ich sagen, da machen wir doch vielleicht mal... Sollen wir direkt schon was entwickeln? Ich muss gerade überlegen, wie viel haben wir da noch über 6 Sekunden? Das passt, oder? Boah. Okay, pass mal auf, wir machen das so. Ich mache mal Qualitätskontrolle schon mal eins hoch. Und dann machen wir einen Teil, entwickeln wir schon mal. Das wird dann auch bis Monaco fertig. Und dann müssen wir hier natürlich auch Werkseffizienz und so. Also ich würde bei Chassis und so, ich würde die ganz gern komplett voll machen. Weil mein Ziel ist es ja, längerfristig mit McLaren unterwegs zu sein. Ich denke, das macht dann schon so Sinn. Ansonsten bin ich jetzt raus an der Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge, zum nächsten Rennen wieder. Und da wartet nichts anderes als Monte Carlo auf uns. Und jeder Zuschauer, der schon länger diese F1-Projekte verfolgt, weiß, was prinzipiell in Monaco passieren könnte. So, mehr sage ich nicht an der Stelle. Und vielen, vielen Dank. Wenn es dir gefallen hat, Däumchen nach oben. Ich bin Fix und Foxy. Und ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.